Ja, Wolfgang, hier sind wir am Berner Bahnhof. Ein alter Bahnhof, der vor Jahren mit viel Liebe und Sorgfalt umgebaut worden ist und eine kleine kulturelle Geschichte auch hier mit hat. Hier sind Kulturveranstaltungen, kleine Kulturveranstaltungen drin. Oben ist eine Eisenbahnfreunde, sind dort drin. Also etwas, was man wirklich sagen muss, ist schön gelungen. Das Einzige, was wir haben, ist natürlich bei der Bahn, man geht hier in eine Unterführung, muss auf der anderen Seite wieder raus und muss auf die Bahngleise drauf. Ein Problem, was wir letztendlich haben, ist die Situation, dass der Aufzug permanent defekt und kaputt ist, wie sich das für Aufzüge gehört und wie immer schauen müssen. Die Planung der Stadt, und da bin ich dem Bundesgesetzgeber natürlich auch dankbar, wir planen seit Jahren eine Bahnunterführung hier, um die zu machen. Bedarf es natürlich öffentlicher Mittel, weil wir als kleine Stadt mit 30.000 Einwohnern das nicht gestemmt bekommen. Der Gesetzgeber hat nur ein Gesetz erlassen, dass wir eine Unterführung bezuschusst bekommen in diesem Bereich. Also dafür erstmal, das finden wir gut. Das ist eine tolle Initiative, denn dann rückt eine Bahnhofsunterführung für uns als Kommune auch wieder in den Blickwinkel, dass wir es umsetzen können. Ja, ist klar, die Kommunen können sowas alleine inzwischen gar nicht mehr stemmen. Nein. Wir kommen bei den Projekten der Größenordnung und der Belastung der kommunalen Haushalte mit solchen Projekten alleine gar nicht mehr zurecht. Also da wird der Bund helfen müssen. Und nicht nur bei großen Bahnhöfen und großen Verkehrsprojekten, die eigenartigerweise immer in den Wahlkreisen von bestimmten Staatssekretären stattfinden, komisch. Nein, sondern gerade in solchen Situationen wissen wir, dass wenn wir den Kommunen da am Thema Verkehr auch nicht helfen, dass auch bei dem Thema der kommunalen Entwicklung nicht weitergeht. Und bleiben wir auch in solchen Situationen hin. Und diese Bahn schneidet ja nun mal die Stadt in Nord und Süd. Die Stadt wird geschnitten, sie wird getrennt und wir haben den Werler Norden natürlich nicht erreichbar in diesem Bereich. Man steht immer vor der Bahnlinie vorne und muss es machen. Nun haben wir die Möglichkeit über den Gesetzgeber bekommen, da etwas zu tun. Und unsere Ingenieure in der Stadt sind auch rangegangen und haben gesagt, so, jetzt nehmen wir Kontakt mit der Bahn auch. Und dann haben wir gehört, das wäre frühestens 2028 umzusetzen. Das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, wenn man hört, der Gesetzgeber hat etwas zugelassen. Mittel stehen bereit, sind vom Bund bereitgestellt und wir brauchen 8 Jahre, um so eine Umsetzung zu haben. Ist natürlich für viele schwierig vorstellbar, warum es so lange dauert. Meinten die 8 Jahre und dann ist Bau fertig oder dann? Dann können wir bauen. Dann können wir bauen. Also, und dann kommt die Bauphase und dann ist man bei der Fertigstellung dann bei 9 oder? Ja. Das ist nicht absehbar für uns. Also das sind die Phasen, wo wir natürlich gesagt haben, als wir das gehört haben, als Kommunalpolitik, als SPD-Bürgermeisterkandidat hier, auch in dem Bereich, wir müssen sehen, ob wir da mit der Bahn ins Gespräch kommen, uns die Zeiten erklären lassen, warum dauert etwas so lange. Nun ist es immer schwierig, auf jemanden rumzurücken, der nicht hier am Ort ist, aber wir müssen mit der Bahn eben Gespräche führen und unsere Hoffnung ist natürlich, dass auch von Seiten des Bundes geschaut wird, dass man solche Prozesse beschleunigt, auch Verfahren beschleunigt, damit wir nicht solche langen Planfeststellungsverfahren und sonstige Dinge hier haben. Also alle Erfahrungen sagt, mal zuschicken das Ganze und dann mal über den Bundestag nachfragen. Ja. Wie sieht es mit der Realisierung aus? Wie sieht es mit den Zeiträumen aus? Und ich hätte es dann auch immer ganz gerne mal schwarz auf weiß, was die Begründung angeht. Warum das nicht vielleicht auch schneller gehen kann. Ja. Und ich denke, wir werden da mal nachhaken, weil das für uns natürlich auch wichtig ist, solche Dinge zu machen. Ja. Weil man sieht, gerade ist die Bahn wieder und man sieht, die Autos stehen wieder. Also der Stadtteil wird abgeschlossen hier in diesem Bereich durch die Bahn. Und das passiert so häufig in unserer Stadt. Und ich, aus klimatechnischen und ökologischen Gründen auch gar nicht nachvollziehbar hier, dass Autos immer stehen, warten müssen in diesem Bereich, ist heute nicht mehr zeitgemäß. Ja, für einen, ich sag mal, auch moderner Stadtumbau, wenn wir über die Smart Cities und sonst irgendwas alles reden. Ja. Es ist dieser Umbau der Infrastruktur an solchen Stellen aber schon Voraussetzung dafür, dass wir das umentwickeln können. Das kann ein bisschen Beispiel. Ja.